Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, es ist mittlerweile so spät am Morgen, dass die Leute endlich aufgewacht sind. Dann wollen wir doch mal ganz kurz gucken wegen der Quests. Wobei kann ich dir helfen? Möchtest du schnell Geld verdienen? Möglich. Was für ein Angebot hast du denn für mich? In der Nähe gibt es eine Höhle. Ich brauche jemanden, der dorthin geht und Eisenerz besorgt. Okay, ich hole das Eisenerz für dich. Toll. Okay, Eisenmangel. Ja, gucken wir erstmal bei der Gräberfrau. Zeig mir deine Waren. Sie hat sogar Eisenerz. Sie hat sogar Kupferbahn. Aber kein Kupferhammer. Oh. Gut, jetzt gucke ich mir aber erstmal die Quest an. Eisenmangel. 5 Eisenerz abgeben. Na gut. In der Nähe soll hier eine Höhle sein. Wahrscheinlich die hier. Ja, ob da wirklich Eisen drin ist. Zeig mir mal deine Waren. Machen wir anders. Ich will ja sowieso nur die Reputation haben. Das heißt, ich hole mir jetzt hier die 5 Eisen ab. Oh, die waren teuer. So, und hier ist das, was du wolltest. Wundervoll. Wie Münzen für dich, wie versprochen. Treib es nicht zu weit. Ich sagte schnell, nicht viel. Okay. Komische Münzen hat er mir gegeben. Eisenpfeile. Gut, wie viele Münzen haben wir jetzt noch? Ja, wir haben noch ein bisschen. Ist noch in Ordnung. So, ich brauche jetzt noch Flachs. Ich brauche jetzt noch Kupferhammer. Kann ich hier die Schmiede nicht benutzen? Immer noch nicht, ne? Oh. Das ist halt jetzt so ein bisschen das Problem. Wir müssten an und für sich zu uns zurück. Also hier einmal über das komplette Dorf. Damit wir das auch rechtzeitig noch schaffen. Für den Kupferhammer. Ich gönne mir jetzt noch mal ein bisschen Kupfer. Dann brauche ich das jetzt nicht irgendwie noch irgendwie über den Ast brechen. Falls ich das nicht habe. Ich meine, das waren 3 oder 4. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach 4. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und zur Not haben wir dann halt immer noch ein bisschen was. Gut, dann müssen wir jetzt wieder reiten. Und zwar nach Hause. Muss da sowieso mal gucken, dass ich dann noch Flachs besorge. Deswegen machen wir jetzt erst den Kupferhammer. Na, ich sollte vielleicht auch mal die Quest aktivieren. Das wäre vielleicht einfacher. So, Kupferhammer. Den müssen wir jetzt einmal holen. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt fix hier querbeet ein. Oh, hallo Wölfchen. Komm schon, dann hängst du. Das schaffst du. Du bist der Hengst im Stall. So. Erstes Dorf haben wir hier schon. Was haben wir denn hier? Vielleicht kann ich hier nochmal was einholen, aber glaube nicht. Moment. Ich glaube doch. Wir könnten hier nochmal das holen, was mir noch fehlt. Nämlich das Flachs. Da. Da ist er. Stopp. Im Namen des Flachses. So. Ich kaufe jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr. Dann haben wir das nächste Mal noch welches in der Kiste. Gut, lebe wohl. Können wir nochmal gucken hier. Da haben wir hier schon Kupferhammer. Dann könnten wir nämlich schon wieder umdrehen. Sie hat auch Flachs. Mhm. Gut. Mach's gut. Weil ich will ja die Questen alle noch fertig kriegen. So, die Schneiderin hat er somit nichts. Die Köchin wird das nicht haben. Na gut. Dann doch wieder weiter. So, erstmal Richtung Heimat. Wie gesagt, wenn ich jetzt keinen Kupferhammer habe, dann mache ich jetzt Gaudi ein.
Das dürfte nicht das Problem sein. Das weiß ich ja, dass ich den schon hab. Und hoppala, was war das denn jetzt? Wer ist mir denn da jetzt in die Seite gerannt? Okay, alles gut, alles gut. Wenigstens sind wir ja relativ fix wieder, ne? Also, passt. Da müsste ich jetzt gleich nur ein bisschen Leder rausnehmen und dann dürfte es eigentlich auch wieder passen. Weil da hinten ist ja schon mein Dorf. So. Stelle ich dich auch gleich beim Stall ab, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was essen. Hoffe ich mal. Weiß ja nicht, ob es vielleicht telekinetisch ist. Ich weiß auch nicht, wie viel Tierfutter wir jetzt noch brauchen. Gucken wir mal. Stelle ich einfach mal im Stall ab. So. 98? Nee, gefuttert hast du noch nichts. Futter ruhig mal ein bisschen. Einfach ein bisschen was essen. So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier ein bisschen was gesammelt. Das kann ich jetzt ja weglegen. Gänseblümchen. So, das kommt woanders rein. Davon darf ich ja jetzt nicht alle rauslegen. 9 Stück lege ich mir jetzt nochmal rein. Kupferbahn, Stöcke brauchen wir nicht. Die können rein. Weizen kann auch rein. Die Federn kommen rein. Ich hatte hier jetzt zu viele Fackeln. Deswegen lege ich hier jetzt mal die Fackeln ab. Die Steinmesserchen kann ich ablegen, die Holzschaufel. Mensch, da werden wir recht schnell wieder leer. Speisemolche kommen ja wieder rüber. So, wir haben Bronzehammer, aber ich glaube, ich habe keinen Kupferhammer. Kupferaxt, Kupferbolzen, doch, ich habe noch Kupferhammer. Ja, wunderbar, brauche ich nicht machen. Somit brauche ich die Kupferbarren nicht mehr. So, jetzt gucke ich nochmal. Alte Lumpen. Da habe ich jetzt nur das Flachs. Ich habe jetzt aber das Leder nicht mehr. Das heißt, ich hole mir jetzt noch die neuen Leder raus und dann passt das. Jetzt brauchen wir es nur noch abgeben. Dann haben wir alles geschafft. So, ich sollte aber vielleicht nochmal vorher was essen. Oder mir neues Essen. Ja, neues Essen muss ich mir rausholen. Dürfte nicht das Problem sein. So, erstmal Fleisch hinein. Speisemeuchel rein. Verdorbenes rein. Und Karotten raus. Schade, dass ich das Pferd nicht mit Karotten füttern kann. Hehe. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Schauen wir mal. Kohl ist komplett gesät. Zwiebel ist komplett gesät. Feld 10 hat noch nicht. Kommt ja noch. Hier ist noch ein Kohlfeld. Ist gesät. Rote Beete ist gesät. Der Mohn, oh, komplett. Wunderbar. Was haben wir hier? Hafer. Oh, Hafer fehlt ordentlich was. Ja gut, Hafer hatte ich ja auch nicht so viel, ne? So, hier ist Flachs. Flachs. Ey, die sind schon komplett fertig. Weizen. Und hier ist ja auch nochmal Weizen. Und hier Kohl auch am Machen. Ey, wunderbar. Wir könnten noch mal gucken, dass wir dann noch mal Haferkörner nachkaufen. Haferkörner. So, erstmal aufsitzen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir fix rüberkommen. Komm, ich düse hier einmal kurz über den See. Dann kann ich nämlich noch mal nebenbei was trinken. Scheint dem Pferd ja nichts auszumachen, also passt das. Aber wie gesagt, Haferkörner müssten wir da nochmal machen. Bin sowieso am überlegen, wenn wir jetzt sowieso immer permanent durch die Gegend hier eiern, dass wir irgendwo nochmal ein paar Minen erschließen oder wo noch Minen sein könnten. Dort dann halt jeweils nochmal ein Lager hinsetzen.
Damit man vielleicht immer so nebenbei ans Lager nochmal rangehen kann. Aber erstmal müsste ich sowieso gucken, dass ich die zwei Minen, die ich jetzt habe, auch wirklich mal voll kriege mit den Leuten. Das ist ja bei weitem nicht der Fall. So, aber jetzt zeig ich mal. Oh. Oh, Banditos. Einfach weiter. Wir haben die nicht gesehen. Und die haben uns nicht gesehen. Wir sind schneller als die. 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 Hapu. Ne, hier ist schon wieder ein bisschen Holz gefällt worden. So, jetzt muss ich wieder wenn sie. Ah. Egal. So ein kurzes Stück. Rotauge, Ente, Mensch. So. Was, wenn ich alles für einen Kupferhammer machen? So, Falke. Und da oben ist schon das Dörfchen. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Reiten, 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 reiten. Die Frage kann ich eigentlich auch auf dem Pferd, wenn er draußen steht. Ihnen den Hammer in die Hand drücken. Halt! Ja, das geht. Hast du den Hammer? Ja, hier bitte. Vielen Dank. Lass mich dir zeigen, wie du dir weniger oft auf die Finger haust. Vielen lieben Dank. Hausrenovierung abgeschlossen. So, jetzt haben wir. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nächtliche Jagd. Das war, glaube ich, alles auf demselben Dorf, ne? Das war, glaube ich, jetzt alles im selben Dorf. Ja, das ist alles das selbe Dorf. Das heißt, es ist eigentlich wurscht. Da müssen wir jetzt noch einmal hinreiten. Aber klappt ja bis jetzt ganz gut. Ja, auch mal so reiten. Oh, da kann ich ja richtig rundum gucken. So. Kann man auch mal ein bisschen beim Reiten was sehen hier von der Landschaft. Ist ja sonst ein bisschen blöd, da so zu arbeiten, aber so beim Reiten, warum dann nicht? So. Mal quer durch den Wald jetzt hier. Da ist er nicht mehr weit weg. Aber wir kommen gut voran. Sehr, sehr gut. So, hier jetzt einfach mal quer hoch. Ah, hier ist schon das unser Lagerchen. So. Stimmt, in dem Dorf ist ja gar kein. Hoppala. Das sah nicht gut aus. Okay, ich sollte vorsichtig sein. Waldschaden gibt es ja hier. Ich möchte nicht, dass Hengst die jetzt hier noch sich das Füßchen bricht. So. Jetzt sind wir hier schon mal. Wunderbar. So, und halt. Einmal absteigen. So. Schnell. Hast du, was ich brauche? Ich hab's eilig. Entspann dich. Ich habe alles hier wie versprochen. Gut. Haben wir auch das. Auf zum nächsten. 40. Der ist aber ein bisschen weiter weg hier. Die werte Alina. So, hallo. Ich bin die Tiere losgeworden, wie du es wolltest. Das habe ich gemerkt. Dank dir haben alle gut geschlafen. Hier, für deine Mühen und noch ein extra von mir. Vielen lieben Dank. So, Questen erfüllt und erledigt. Das heißt, wir können jetzt nochmal gucken. Dass wir einmal jetzt noch hier runter düsen.
Es geht ja eigentlich relativ fix mit dem Pferd jetzt hier. Und uns nochmal Hafer besorgen. Wenn wir das noch rechtzeitig am Tag zurückschaffen, dann dürften uns die Leute sogar helfen, das schnell anzusäen. Dann werde ich auch ein paar mehr Haferkörner kaufen als üblich. Damit wir dann halt auch schon langsam anfangen können, das Ganze umzugestalten. Und ich muss sowieso nochmal gucken. Hafer war doch eigentlich... Wurde doch in, irgendein Produkt war davor. So war das irgendwie. Nee, das war bei Weizen. Weizen wurde dann zu Stroh und Weizenkorn. Oder nicht? Ich weiß das jetzt gerade nicht so genau. Es kommt dabei raus, wenn man so viele Spiele zockt. Also bei Weizen war das auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall nochmal Haferkörner. Ist ja kein Problem. Wir haben ja diesen Frühling gut was erledigt. So, lass mich mal runter. Wo ist er denn? Was macht er denn hier drin? Guten Tag. Nicht mehr zu arbeiten, oder wie? So, wir haben noch einen Steinspeer, den kann ich Ihnen... Ach, er hat ja gar keine Münzen mehr. So, Haferkorn. Hafer. Eine Getreidesorte wird im Herbst geerntet, kann auf den Dreschboden der Scheune zu Stroh um Haferkorn verarbeitet werden. Okay. Hopfen haben wir auch noch nicht angesetzt. Oh, kostet aber 345. Ah, Wirtshaus, würde mich auch interessieren. Na gut, holen wir uns jetzt erstmal so das Haferkorn. Das heißt, ich hole mir jetzt hier, ja, mein gesamtes Geld einfach raus. Das dürfte passen. Und jetzt ganz fix zurück. Und dann schauen wir mal. So, einmal rumgedreht. Und ganz fix ins Dorf. Wie spät haben wir es? 13 Uhr. Doch, die dürften mir noch eine guten paar Stunden helfen. Das heißt, ich könnte eigentlich dann gucken, dass ich eigentlich mal Hafer und Weizen erstmal selbst wieder verarbeite. Weil ich glaube, das habe ich nämlich nicht gemacht. Das ist nämlich Hafer und Weizen werden dann gleich bearbeitet. Na gut, können wir noch mal ein paar Körner rausziehen. Und dann kann ich auch die nächste bisschen Tiernahrung herstellen. So, aber wir sind ja schon so gut wie zu Hause. Mensch. Das lief doch ganz gut. Können wir nochmal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Kalkstein anbringen können. Aber erstmal eins nach dem anderen. So, jetzt gehe ich aber wieder in die Ego, weil lässt sich besser arbeiten. Dann schauen wir mal. Wir haben hier... Kupfer, Lein, Mehl, Roggen. Zu Stroh und Roggenkorn. Ja gut, siehst du, das müsste nämlich auch verarbeitet werden. Weizen. Ja gut, da hatten wir nicht viel, aber ich habe relativ viele Weizenkörner. Die Haferkörner lege ich jetzt natürlich rein. Das Leingarn lege ich auch rein. Hier haben wir noch drei Flachs wieder gekriegt. Ja gut, die legen wir mal mit rein. Aber nee, Roggenkorn hatte ich noch gar nicht. Ich hatte einfach... Nee, Roggenkorn. Jetzt habe ich Haferkorn gekauft, ne? Roggenkorn war ja jetzt... im Herbst. Hafer ist wichtig, weil das wird in... Frühling nur gemacht. Okay. Hafer ist jetzt wichtig.
Sonst haben wir aber noch nichts weiter zu verarbeiten hier. Na gut, das kann ich ja jetzt nochmal kurz Gaudi mitnehmen. Ich esse aber vorher jetzt endlich mal ein paar Karotten. Oh, ich habe sogar Fleisch mit Soße bekommen. Aber komm, das packen wir weg. Ich bin auf Karottendiät. So, meine Karottchen gehen immer gut. Dann arbeiten wir das jetzt mal kurz durch. Ich hoffe, die Leute arbeiten jetzt nochmal und gehen los. Geht nur einer los? Okay. Dann machen wir hier raus mal Roggenkorn. Zack. Und hier machen wir dann nochmal Weizenkörner draus. Gut. Und haben fertig. Das ging ja eigentlich relativ fix. Jetzt geht wirklich nur einer auf das Feld da hinten. Meinst du schaffst das? Über die Nacht hinweg? Ach, hier oben war das. Na gut, der ist ja eigentlich recht zügig, ne? Du bist ja eigentlich recht... Was ist dein Problem? Warum hörst du auf? Wieso hörst du auf? Kein Material? Ich hab doch... Du hast doch jetzt nicht 120 Hafer angebaut. Oder doch? Und wo gehst du jetzt hin? Hier ist auch ein Haferfeld. Ich habe zwei Haferfelder. Ich habe da schon dran gedacht. Mann, bin ich gut gewesen. Aber ich habe doch noch nicht so viel Hafer. Ich hatte, glaube ich, nur die Felder hingesetzt. So, ja gut, dann hier einmal Roggenkorn rein, Stroh rein und Weizenkorn rein. Ja, ich habe aber halt nicht mehr Münzen, das ist das Problem. Wir haben zwar jetzt hier schon wieder 1000 Münzen drin, aber das ist halt auch nicht so viel. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Hier, jetzt kann ich nochmal gucken, aber... Ist immer noch zu wenig Material. Das hier... Oh, ich kann das wieder nicht... Von den Bildern her, das müssen die hier sein. Ja, das ist Hafer. 14 und 2 von 50. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir haben jetzt hier noch eine Bronzesichel, die kann ich wegpacken. Eisenpfeile, die kann ich wegpacken. Der Steinspeer kann weg. Platz haben wir eigentlich auch noch soweit. Dann können wir vielleicht nochmal gucken, dass wir jetzt hier vielleicht nochmal was draus zaubern. Oh, guck mal, wir haben 452 Leder. Säckchen haben wir auch noch ein paar. Na gut, dann machen wir die doch erstmal ganz fix fertig. Ist ja kein Problem. So. 150 Säckchen. Können wir nochmal die zwei Leder dazu packen. Wir haben jetzt noch 9 Dung, 431 Dünger. Wollen wir wirklich überlegen, was wir jetzt hier noch... Oh, wir kriegen jetzt gerade sogar Eisenbahnen. Oh, ist das cool. Oh, die Holzteller sind auch schon alle. Ne, wir könnten eigentlich mal gucken, dass wir jetzt langsam mal wieder kochen tun, ne? 200 Holztellerchen haben wir ja. Und ein bisschen kochen tut uns ja auch gut. Achso, ich muss ja dann erstmal ins Lebensmittellager. Ich glaube, das wäre einfacher. Was kochen wir denn Schönes?
Irgendwas Fleischiges könnten wir eigentlich mal verkochen. Haben wir hier unterschiedliche Stärken von Fleisch. Gut, viel kann ich jetzt nicht mit einem Mal schleppen. Ich muss erst mal gucken, was. Ich glaube, mit Zwiebeln hatte ich das immer gemacht. Mit Zwiebeln war das eigentlich immer am besten, fand ich. Fleisch mit Soße, genau. Drei Zwiebeln, ein gebratenes Fleisch. Ah, wir brauchen gebratenes Fleisch, ne? Das ist ja auch kein Problem. Dann braten wir uns mal kurz das Fleisch. Ist das lecker. Schönes, gegrilltes Fleisch. Hier sind auch noch Holzschalen drin, ja. Gut, hier einmal das gebratene Fleisch erstmal kurz rein hier. Dann gehen wir nochmal rüber zum Lebensmittellager. Dann hole ich schon mal die Zwiebeln. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Ja. Ein paar haben wir noch. Dann nehme ich schon mal nochmal hier so ein Stückchen Fleisch mit. Und nochmal so ein Stückchen Fleisch. Viel zu schwer, viel zu viel. Oh. So, Fleisch mit Soße kommt wieder rein. Machen wir hier mal die Hälfte nochmal wieder rein. Das sind 30 Kilo. Ja, das, jetzt kann ich schleppen. Machen wir für unsere Bewohner nochmal ein bisschen was Leckeres. Haben sie sich verdient, wenn sie hier so gute Arbeit leisten. So, dann einmal hier schnell Fleisch auf den Grill. Wunderbar. Und dann hier jetzt nochmal das gebratene Fleisch. Ich komme noch an den Kessel ran. Fleisch mit Soße. Blub, blub, blub. Einmal dick umgerührt. Okay, ich bin aber immer noch zu schwer und jetzt komme ich da nicht mal an die Kiste ran. Was haben wir denn zu viel? Wir haben zu viel Fleisch. Naja, gut, das ist normal, dass ich zu viel habe. Muss ich erstmal alles abschmeißen. So. Dann legen wir das einmal hier rein. Und ja, Holzteller haben wir auch schon. Noch ein paar übrig. Ich habe halt keine Zwiebeln mehr. Die kommen ja jetzt erst. Deswegen gibt es hier Fleisch mit Soße für alle. Dann kann der Rest so ein bisschen mehr vergammeln. So, jetzt hole ich hier kurz das gebratene Fleisch wieder ab. Das ist ganz schön schwer. So, und hier dann nochmal Rinder mit. Gebratenes Fleisch. So, haben wir sonst noch irgendwas? Na gut, ich wiege ja jetzt auch ein bisschen mehr durch die ganzen Items, die ich noch habe. Dann schmeiße ich jetzt hier nochmal die Holztellerchen rein. Zack. Und dann passt das. Sieht eigentlich ganz cool aus hier mit den kleinen Bäumchen. Ich hoffe, das wird mit den Hopfen da genauso gut aussehen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es jetzt hier hafertechnisch aus? Soll ich nochmal losreiten, nochmal gucken, dass ich mir noch irgendwie Geld zusammeneiere oder nicht? Ah, 24 und 16. Ich habe doch noch mehr im Lager jetzt gehabt. Ich habe doch 120 Stück gekauft. Das sind doch keine 100, das kommt ja noch nicht mal hin. Könnt ihr mir doch nicht sagen, dass das hier, Haferkorn ist doch da. Warum arbeitet ihr denn nicht? Was fehlt euch? Eigentlich fehlt euch gar nichts. Ihr seid bloß nicht in der Lage, das jetzt zu machen, oder wie? Das heißt, ich muss das selber machen. Na gut, dann mache ich das halt selber. Wenn unsere Leute keine Lust mehr haben zu arbeiten. Das heißt, sowas müssen wir dann halt immer vorher machen. Er wiegt ja fast nichts. Jetzt nehme ich es raus und dann gucke ich mal hier. So einen guten Sack haben wir bestimmt auch nochmal hier. So. Dann rüste ich mir mal kurz den guten Sack aus. Und dann einmal Haferkorn.
So, Kohl, Kohl, Kohl. Noch mehr Kohl. Geflügt. Das hier ist ein Feld, was jetzt erst später kommt. Okay. So, wie sieht es jetzt hier aus? Das ist, ach nee, das ist Mohnfeld. So, dann mache ich es halt selbst. Der Landwirt bei der Arbeit. Okay, hier ist alles schon langgezogen. So. Ah, die Power-Ups sind eigentlich ganz cool. Jetzt hier auch beim Landwirtschaftlichen. Ich will die am liebsten alle haben. Mal gucken, ob wir die auch alle später nochmal reinkriegen. Wir haben ja nur 10 Level, die wir maximal machen können derzeit. Deswegen müssen wir mal schauen. So, hier nochmal alle reinschmeißen. Weil das sieht schon eher aus, dass wir jetzt die Felder gleich nämlich noch fertig kriegen hiermit. So, aber ich mache jetzt den Dorfbewohner in ihre Arbeit. So, aber ich brauche den Hafer halt für das Tierfutter später, ne? Dementsprechend ist das schon wichtig. So, 9500 Dynastiepunkte brauchen wir noch. Wie viel habe ich jetzt eigentlich gekriegt durch die ganze Arbeiterei? Ah, okay, es fehlt nicht mehr viel, aber es fehlt halt noch. So, und hier fehlt auch noch. Ja, das geht ja so nicht. So, siehst du, kriegen wir doch alle Felder noch voll hier. Weil wir stehen kurz vor Jahreswechsel. Das wäre nicht so cool gewesen, wenn das nein, nicht voll gewesen wäre, ne? Sieht auch nicht so hübsch aus. Weil gerade so, ja, der Sommer, der sieht eigentlich immer ganz cool aus, wenn das meiste schon angegrünt ist oder bereit ist zum Ernten. Oh, das ist mega. Was ich auch cool finde, Geralt hat mittlerweile auch schon ein ganzes Jahr geschafft. So, nochmal Hafer. Gut. Ja, siehste, klappt doch. Warum nicht gleich so? Also ich finde das immer ganz cool, wenn hier alles schön grün aussieht. Oh ja, das wird schön. So, und hier sind auch wieder die Zwiebeln. Damit gibt es wieder Fleisch mit Soße. Und das Tierfutter wurde jetzt noch nicht mal weiter angerührt. Ist immer noch 96%. Brauchen wir gar nicht so viel Tierfutter. Mich soll es nicht stören, ne? Also, wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen, bis das mit den ganzen Hafer und so weiter klappt. Ach, siehst du, ich habe hier noch einen Strohhut. Der kann nochmal weg. Jetzt kann das Säckchen auch weg. Gut. Dann lief das doch schon mal. Na komm, ich führe dich mal kurz in deinen Stall. Du leistest mir ja hier gute Hilfe. So, einmal absteigen. So, ist er auch in seinem Ställchen. Apropos, ich könnte eigentlich... Nee, brauche ich ja jetzt nicht. Wir müssen ja erstmal gucken, was wir als nächstes machen. So. Na? Du hast deine Kleidung schon wieder dreckig gemacht. Zieh sie aus, ich wasche sie schnell. Du bist sehr freundlich, danke. Okay. Die hat mich jetzt einfach komplett sauber gemacht. Die hat mich gerade gebadet. Kann ich schon schlafen? Noch nicht ganz. Gut. Ein paar Minütchen müssen wir noch warten, bevor wir schlafen gehen können. Weil jetzt ist ja jetzt nicht mehr viel zu erledigen. Jetzt müssen wir noch gucken. 3 weitere Mütter, also auf jeden Fall Jäger und ein Holzfäller. Achso, und ein Bergarbeiter wird es auch nochmal. Ja, wir müssen unbedingt schauen, dass wir nochmal
den Questen erledigen. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.